Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe, wie die meisten von Ihnen auch, sehr konzentriert eine Stunde hier zugehört und muss erst mal für mich feststellen, ich finde den Ton der Debatte, auch Ihre Zusammenfassung eben, Herr Macchi, außerordentlich wohlwollend. Ich hatte den Eindruck, dass, auch wenn die Töne rechts und links außen etwas schriller waren, im Wesentlichen wir alle spüren, dass das keine einfachen Antworten in dieser Frage gibt. Das verbindet diese Frage übrigens mit einigen anderen außenpolitischen Entwicklungen der vergangenen Jahre. Ich möchte zu drei Punkten abschließend noch mal etwas sagen. Erstens zum Thema Türkei. Wir haben hier einvernehmlich festgestellt, dass das, was die Türkei dort tut, offenkundig völkerrechtswidrig ist. Das finde ich übrigens eine gute Erkenntnis, dass wir das hier einvernehmlich feststellen. Ich habe auch bei der Bundesregierung nichts Abweichendes gehört. Nichts Abweichendes gehört. Dass Regierungshandeln sich übrigens auch von Parlamentsreden unterscheiden kann und häufig sollte, gehört auch zu einer verantwortungsvollen Außenpolitik. Wir haben zweitens gemeinsam festgestellt, dass es offenkundig andere Motive gibt als die Motive, die insbesondere die türkische Regierung uns kundtun will, als Grundlage dafür, warum man diesen militärischen Schritt gegangen ist. Und wir haben auch gemeinsam, und ich finde das außerordentlich wichtig, heute alle unsere Trauer und unsere tiefe Trauer und tief empfundene Anteilnahme für die Opfer, insbesondere für die zivilen Opfer in diesem Gebiet von Syrien, in diesem geschundenen Land, gemeinsam festgestellt. Ich halte auch das für wichtig in dieser Frage, gerade bei einem Volk, was so viel durchgemacht hat. Wir haben Unterschiede in dem Vorgehen gegenüber der Türkei. Übrigens stelle ich abstrakt die Frage, was ist die Alternative zur Diplomatie? Was ist die Alternative zum Reden, zum klaren Reden, aber zum Reden? Was ist die Alternative? Ich komme gleich zu Rüstungsexporten. Und wir stellen gemeinsam fest, so war zumindest mein Eindruck, dass es nicht der richtige Weg ist, die Türkei in die völlige militärische und politische Isolation zu treiben, sondern das Ziel muss es sein, ob mit Erdogan oder insbesondere nach Erdogan die Türkei zurückzuholen in die Wertegemeinschaft von Demokratien und vernünftigen Staaten auf dieser Welt und selbstverständlich auch in Europa. Alles andere wäre übrigens verantwortungslos. Und nicht nur, weil in Deutschland besonders viele Menschen türkischer Herkunft und viele türkische Staatsbürger leben. Ich will zum Thema NATO kommen. Die Türkei ist seit 1952 NATO-Partner, meine Damen und Herren. Übrigens länger als Deutschland. Länger als Deutschland. Und dass uns das in dieser Frage vor besondere Herausforderungen stellt, ist doch überhaupt gar keine Frage, weil sich mit einer Partnerschaft Rechte und Pflichten verbinden. Gemeinsam stellen wir fest, dass die Türkei ihren Pflichten nicht nachkommt. Ich glaube, da sind wir uns hier im Kreis weitestgehend auch einig. Gemeinsam stellen wir aber auch fest, dass es uns sicherlich nicht nutzt, den Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, auch unter politisch nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen gegenwärtig, mit der Türkei zu forcieren. Und ich glaube, die Rednerin der Linken hat ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, wenn dort einige Kilometer das noch weitergeht, dann kommt möglicherweise ein militärischer Konflikt zwischen zwei NATO-Partnern. Ja, meine Damen und Herren, wie wahnsinnig ist das denn, 27 Jahre nach Ende des Kalten Krieges? Also müssen wir uns ja auch hier der Sensibilität dieses Themas mehr als bewusst sein. Und eins ist für uns klar, zumindest gibt es bei uns in der Fraktion da keine abweichenden Meinungen. Natürlich kann es an diese Türkei, solange sie sich so verhält, wie sie sich verhält, keine weiteren Waffenlieferungen und nicht mal Lieferungen von Ersatzteilen für Waffen geben. Und das hat die Bundesregierung auch völlig klar gemacht. Auch völlig klar gemacht. Ich komme zum dritten Punkt, der uns natürlich im Deutschen Bundestag auch bewegen sollte. Das ist die Frage, was heißt das innenpolitisch für Deutschland? Und lassen Sie mich das in einem einfachen Satz zusammenfassen. Ich möchte weder aggressiven, hasserfüllten, undemokratischen türkischen Wahlkampf in Deutschland, noch möchte ich gewaltbereite, gewaltverharmlosende und gewaltaufrufende PKK-Sympathisanten im politischen Raum in Deutschland. Beides hat in unserem Land keinen Platz. Keinen Platz. Und dann komme ich zum dritten, und das ist auch die Erkenntnis dieser Debatte. Zum letzten, das ist auch die Erkenntnis dieser Debatte. Wir diskutieren viel über die fehlende Bundesregierung unter innenpolitischen Aspekten und sagen, da bleibt viel liegen, da müsste viel getan werden. Es stehen wichtige Aufgaben an. Meine Damen und Herren, auch in der Außenpolitik stehen wichtige Aufgaben an.
Und deswegen kann ich nur an alle Verantwortlichen appellieren, sehr schnell dafür zu sorgen, dass wir durch eine stabile Bundesregierung auch in der Lage sind, diesen außenpolitischen Aufgaben im Interesse der Menschen in Deutschland gerecht zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr.